Hallo liebe Volleyballer, heute schauen wir uns den Netburner Ballistic FF von ASICS an. Er ist der Nachfolger vom Gel Netburner und wie der Name schon verrät, hat sich vor allem in der Dämpfung etwas getan. Aber auch im Obermaterial hat sich der Schuh komplett verändert. Was genau, das zeige ich euch jetzt gleich. Schauen wir uns zuerst das Obermaterial vom Netburner Ballistic FF an. Dieses hat sich im Vergleich zu seinem Vorgänger komplett verändert. Das heißt, wir haben hier oben nun eine Art ja, Stoffmaterial, ein Stoffobermaterial, welches vor allem hier im vorderen Bereich flexibler ist und atmungsaktiver, dafür aber im Mittelfußbereich enger gestrickt ist und mehr Stabilität aufweist. Außerdem ist das Obermaterial hierdurch so, ja, Kunststoffverstrebungen nochmal an den wichtigen Stellen stabilisiert. Die Fersenkappe ist sehr stabil, sehr robust. Nur hier oben, wirklich bei dem Einschlupfriemen, ist das Material sehr weich, sehr flexibel. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall einen angenehmen Tragekomfort. Wenn wir uns jetzt mal die Mittelsohle angucken, das ist das Ausschlaggebende, was sich vor allem geändert hat. Und zwar wird hier nicht mehr dieses Gelkissen verwendet, sondern dieses Flight Foam, welches von ganz hinten nach vorne bis zu den Zehenspitzen in den Schuh reingespritzt wird. Es ist sozusagen ein Dämpfungsschaum, welcher sehr gut federt. Vorteil bei diesem gegenüber den Gelkissen ist, dass dieser wirklich im gesamten Bereich des Schuhs eingearbeitet wird und außerdem auch noch länger haltbar ist als die Gelkissen. Wenn wir uns die Außensohle angucken, diese besteht wirklich komplett aus einem Gummi, welches nicht abfärbend ist und dadurch einen sehr guten Grip auch am Hallenboden hat. Was man hier sehr gut erkennen kann, sind vor allem diese drei Drehpunkte. Das heißt, egal wo gerade der Körperschwerpunkt liegt, hat man auf jeden Fall eine Möglichkeit, schnelle Drehbewegungen auszuführen. Hier mittig erkennt man noch diese ja etwas härteren Verstrebungen, die in der Sohle eingebaut sind. Diese sorgen dafür, dass der Schuh wirklich nach außen als auch nach innen stabil ist, aber auch die ganze Laufsohle in der Laufbewegung bietet sehr viel Stabilität. Den Netburner Ballistic FF gibt es dieses Mal auch in einer Mid-Variante. Das heißt einfach, dass der Schaft hier im Mittelfußbereich höher nach oben gezogen wird. Das bietet einfach nochmal deutlich mehr Stabilität im Sprunggelenk. Außerdem kann der Schuh dadurch natürlich auch besser an den Fuß gezurrt werden. Nachdem sich das neue Dämpfungsmaterial, das Flight Foam von ASICS, bereits in dem Topmodell, dem Volley Elite FF, letzte Saison bewährt hat, wurde dieses nun auch im Netburner Ballistics eingebaut. Der ganze Schuh hat sich komplett verändert im Obermaterial und auch in der Dämpfung. Wir finden aber zum Positiven, es bleibt ein schneller Schuh mit einer stabilen Sohle. Was haltet ihr denn von dem Schuh? Wir freuen uns über eure Kommentare. Den Schuh könnt ihr bei uns im Online-Shop kaufen. ASICS fällt immer ein bisschen kleiner aus, weshalb wir empfehlen, den Schuh eine Nummer größer zu bestellen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Schuh und bis zum nächsten Mal.